Das sind die Top 5 News des Tages aus New York. Die Welt ist entsetzt über Wladimir Putin. Der Kreml-Diktator droht mit Atomwaffen. Außenminister Schallenberg ist schwer besorgt und spricht von einem Damoklesschwert. Russen demonstrieren und fliehen um horrende Preise aus dem Land. Tanken wird ab Oktober nochmals um 8 Cent pro Liter teurer. Die Regierung führt trotz heftiger Kritik die CO2-Steuer ein. Verstimmung bei den Royals. Ein Lippenleser enthüllte jetzt, dass Camilla, Herzogin Kate, bei der Trauerfeier für die Queen gerügt haben soll, als ihre Tochter Charlotte quengelte. Peter fordert ein Sexverbot für fleischessende Männer, weil sie durch den Verzehr um 41% mehr Treibhausgase ausstoßen würden als Frauen. Aufregung um Lionel Messi. Luxusforderungen führten laut der Zeitung El Mundo zu seinem Aus bei Barca. Der siebenfache Weltfußballer soll 82 Millionen Euro Jahresgehalt und einen Privatjet gefordert haben.